Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Neuter. Wir beginnen mit den Boss-Skills. Bevor ihr euch wundert, ich musste bis in die fünfte Parallelwelt, um einen Trigger zu finden. Und ich habe keinen Boomerang gefunden. Aber es hat mir echt gereicht. Ich wollte nicht noch länger suchen. Wir beginnen mit einem der schwersten Bosse, den hier unter uns, den Brückenboss. Und alles, was man für ihn braucht, ist ein Plasma-Cutter und ein Trigger. Das reicht schon. Das liegt nämlich daran, dass er ja unsere Projektile kopiert. Wir machen es aber so. Okay, Moment. Siehst du? Gut, dass ich das aufgebaut habe. Ich habe vergessen, hier einen Zauber einzustecken. Ich weiß, dass ich ihn habe. Da ist er. Danach töten wir noch, ich schätze mal, zwei Bosse, die wir im Let's Play nicht gemacht haben. So ist der Aufbau. Das sind meine Ersatz-Schnellwechselzauber, die ich unterwegs mache. Und apropos Schnellwechselzauber, lasst uns mal kurz den Zauber hier ausprobieren. Das ist mein Heilstab und er hält halt das ganze Erdmana, was ich finde. Ich kann es nicht loslassen. Ich kann es nicht. Es geht nicht. Boom. Mehr macht er nicht. Es ist super unspektakulär. Nur, dass er jetzt die beiden auf Homing hat. Natürlich muss man sich nach wie vor von ihm fürchten. Wir haben ja nach wie vor keine Immunität gegen Polymorphie, meine Güte. Das heißt, wir gehen da jetzt hin. Hier ist ein Trigger, den man überspringen kann oder mit Invisibilium überbrücken kann. Aber wir wollen ihn triggern. Er kommt jetzt hier unten hoch. Moment, ich bin unsichtbar geworden. Kurz ins Wasser. So, er kommt hier unten hoch. Hallo. Bitte schön. Und da hat er jetzt, wie ihr seht, es ist alles voller Plasma. Alles voll. Er hat nämlich unseren Zauber kopiert und hat sich selbst disintegrated. So kann man ihn wahnsinnig früh im Spiel töten. Alles, was man braucht, das ist jetzt Firlefanz. Alles, was man braucht, ist ein Plasma-Cutter und idealerweise ein Trigger. Es sei denn, man hat Eier aus Stahl und nichts zu verlieren. Dann kann man natürlich mit dem Plasma-Cutter in den Nahkampf und sagen, frisst das, du Spacken. Und dann kriegst du ziemlich starke Zauberstäbe von ihm. Und das schon wahnsinnig früh im Spiel. Schaut mal, die Werte sind, echt gut. Die gehen voll durch, Alter. Naja, ich wollte dich nur gezeigt haben, man kann ihn auch lächerlich einfach machen. Der nächste Gegner, den wir machen, ist sehr schwer zu finden, weil er in verschiedenen Freundschaftsräumen spawnt. Oh, sag mir bitte nicht, dass ich den Zauberstab zerlegt habe. Den machen wir auch damit. Das ist der Grund, warum ich ach, Mann. Warum ich die beiden in dieser Reihenfolge machen will, weil der bietet sich an. Bei dem Boss, den wir als nächstes machen, das ist ein extrem schwerer Boss. Er kann die absolut meiste, höchste HP, höchste Zahl, die man nur haben kann im Spiel haben. Man darf nämlich seine Untertanen nicht töten. Denn dann verdoppelten sich jedes Mal seine HP. Und es gibt den Typen tatsächlich auch in den Parallelwelten. Und ich habe es geschafft, seine HP so hoch zu treiben, dass die 5% HP, die er noch übrig hatte, immer noch die viel höher war als die von Colmy. Also die war wirklich, ich kann die Zahl nicht aussprechen. Die 5% waren verrückt. Und die anderen 95 habe ich mit Gift runtergehauen. Das, oh, das ist ja schon der Freundschaftsraum, oder? Vorsichtig. Das ist er, aber er ist nicht zu Hause. Okay, wir suchen weiter. Es gibt auf der Seite noch einen. Gehen jetzt einfach direkt nach unten. Jetzt gehen wir einfach direkt nach unten. Jetzt einfach direkt nach unten. Danke.
Oh, immer diese letzten Pixel, ne? Müssten gleich beim Mage-Tempel landen. Bonjour. Ein Ort, an dem ich nicht sein will. Aber wir orientieren uns am Mage-Tempel, bis wir auf der rechten Seite in der... ja, Mage-Tempel oder Pilzwelt wahrscheinlich sind. Wir könnten mal nach oben gucken. Pilzwelt, das heißt... wir haben kein Spatial Awareness. Das ist... das Perk hat ein anderer Boss. Er ist an sich gar nicht so weit weg. Er müsste auch mit diesem Zauberstab sofort zu töten sein. Na gut, holen wir uns den. Ich will nur nicht aus Versehen ins Fleischbiom, deswegen gehe ich jetzt nach unten. Auf der anderen Seite ist im Fleischbiom noch ein Boss, den ich mit euch töten will. Fuck it, ab ins Fleischbiom. Ah, ich habe keine Heilung. Weil ich keinen Boomerang habe. Müssen wir gleich sehr, sehr vorsichtig spielen. Warte mal. Das muss jetzt hier auf der linken Seite eigentlich kommen. Und wenn ich das jetzt richtig sehe, dann kommen wir unter den Boss hoch. Ja. Ich hab's richtig gesehen. Der ist da vorne links. Sobald wir da gleich reingehen, ist die HP weg. Scheiß Puss. Ja, Backen. Wo ist der Typ? Can't see shit. Ah, hier ist er. Ain't seen shit. Das war der Boss. Und der hinterlässt eine Kettensäge. Das ist, ich glaube, eine von zwei mechanischen Waffen hier im Spiel. Es gibt noch eine Minigun und die Kettensäge hier. Und die kann man durch Parallelwelten aufwerten. Man kann halt Kapazität hinzufügen. Immer und immer und immer wieder. Recoil Dampener, Bloodlust. Und Chainsaw. Ja, das Ding ist krank. Das Ding ist krank, das, ihr seht es ja schon, 002, 002, das ist einfach, ja, das ist keine Witzwaffe, aber ja, was soll man dazu sagen? Es ist halt ein Chainsaw und man kann da komplett ad absurdum mit dem Ding gehen. Ich esse jetzt diesen Boss auf, wenn ich das kann. Verpiss dich. Ups, ich esse den Boden auf. Ich esse seine Welt auf. Irgendwas habe ich mit der HP noch nicht verstanden bei den bei der Fleischwelt. Oder fällt die auf einen Mindestwert und weil wir so wenig in Anführungszeichen HP haben, berühren wir den Mindestwert nicht. Ist das Possibru? I think it's Possibru. Okay, gehen wir weiter. Kein Bock. Eine Sekunde. Jetzt geht's weiter. Hier kommt der Tower, aber da war ich schon, wie man an meinem Zauberstab erkennen kann. Einen Schluck Kaffee trinken. So. Das ist ein bisschen zu tief für meinen Geschmack. Lass uns mal unter dem hier bleiben. Hier kommt gleich der Wasser. Da ist er, Wasserraum. Das heißt, wir gehen jetzt in einer geraden Linie weiter nach rechts und landen bei den Robotern, wo die Minigun liegt. Und können jetzt ein klitzekleines bisschen schräg nach rechts, so ein Fürzchen, genau. Ich denk gar nicht dran. Was hab ich gesagt, ey? Ich habe verschiedene Schadensarten in meinem Zauberstab drin. Ja, genau, bei dem klappt es trotzdem nicht. Der ist Projektilimmun. Fick dich. Wo ist der Typ? Da. Ja, hier ist das. Komm mal her, Alter.
Ja, ich bin Explosionssymbol. Beweg dein Kerderbe hierher. Eigentlich läuft er hier immer im Kreis mit mir. Oi. I need special awareness. Spatial awareness. Mann, special bin ich schon. Ich glaube, der will mich verarschen. Alter. Fick dich. Wo ist der Typ? Übertreibt. Da ist er. Oh, Projectile Eater 4. Ernsthaft? Moment, ich muss nochmal kurz in mich gehen. Verwechsel ich den Boss gerade mit jemand anderem? Scheiße, ich habe die Chainsaws dabei und nicht den Drill. Ah, Füße weg. Der wird geheilt von den Treffern, die werden ihn verursachen. Ich glaube nicht, dass das Eis reicht. Das sind alles Chainsaw. Und Projektilschaden ist da komplett immun. Oh, das wird auch im Leben nicht reichen mit dem Eis. Quatsch. Ja, wie viel Eis muss ich denn da reinsammeln? Ich meine, wir können es ausprobieren. Hoi. Acid. Wo müsste eigentlich gehen? Wo ist der Typ schon wieder? Ey, ich habe ein bisschen Eis dabei. Wahrscheinlich heile ich den aber zu doll mit den anderen. Ich brauche einen Zauberstab mit Drill Bolts. Ah, hier werden wir gefunden. So, Jungs. Oh, du kleiner Wichser. Mann. Oh. Das war falsch. Das ist ein ganz, ganz kleines Pilzgebiet hier. Es ist winzig. Das ist nicht das große Pilzgebiet. Schade. Ja, Atombomben. Mhm. Verlockend, aber tödlich. Oh my. Oh. Ich meine, das wäre schon ganz schön lustig. Ein Enchanted Plasma Beam. Explosionsschaden und Elektroschaden bringt nichts gegen den hier. Der macht Ice Damage, ne? Steht nicht wie viel. Schade mit Öl. Meditation. Hast du? Okay, dann halt so. Nein. Weg. Die haben nur ganz wenige Zauberstäbe drin. Da geht man auch hin, um zu essen. Musstest du da jetzt stehen? Oh. Oh, interessant. Wir sind gerade auf dem Weg ins Original, falls ihr euch fragt, wohin wir gerade gehen. Das ist ja über uns. Über dieser, ne? Über dieser Pyramidenscheiße.
Oh, ein großer Wasserkörper. Hier könnte ich mich mal heilen. Ich brauche diese ganzen Admanas hier nicht. Aber der Wasserkörper, der ist eine große Hilfe. Der bremst nämlich diesen... Okay, so viel zum Wasserkörper. Das Problem ist, dass der zu schnell fliegt. Weg ist er. Irgendwie konnte man sich auch... mit Bounce. Vielleicht muss ich mir da einen Bounce anbauen. Dann reicht mir eine Wand, um mich zu heilen. Och Jungs, ich will doch einfach nur Drill haben. Mir ist, als wenn ich irgendetwas vergesse. Nochmal kurz, ich habe das Gefühl, ich übersehe irgendwas. Der war nicht, ich habe nicht so ewig für den gebraucht. Ach, ich weiß es wieder. Ich musste ernsthaft Google dafür anwerfen. Aber jetzt gibt es zwei Zauber, die den Boss one-shotten. Ich muss nur den einen finden. Der stirbt, wenn er Elektrizität ins Auge kriegt. Und nichts leichter als das mit Piercing. Das haben wir nämlich schon. Wir haben auch das Homing schon dabei. Wir brauchen jetzt einfach nur noch diesen Elektrizitätsexplosionszauber, der zu Hause rumliegt. Aber wenn ich mich auf den Weg nach Hause begebe, kann ich das auch auf diese Art... Alter, hier wäre ein Trigger gewesen. Okay, aber ich wollte hier nicht rein. Mir war das zu gefährlich. Es ist... Manchmal ist es sicherer, Parallelwelten zu bereisen, als hier nach einem Trigger zu suchen. Hier wäre das Homing gewesen, was wir brauchen für den Typen. Auch nicht. Oh boy. Danke für die bisschen Heilung. Hier stirbt und mich heilt. Danke. Nein. Aber Alchemistenkellerstab. Man muss die Zauber nur ein bisschen rearrangen und dann passt das schon. Ist das ein One-Shot? Schade, dass wir den Boss nicht mit Concentrated Mana töten können. Das wäre eigentlich sehr konsequent von den Entwicklern gewesen, uns das zu erlauben. Und ein unfassbares Gimmick. Ich weiß nicht, ob das Holy Damage macht. Das google ich kurz, weil dann können wir das hier abkürzen. Nein, es ist wirklich nur die Holy Lands und noch ein paar seltene Zauber, zu denen wir aber keinen Zugang haben. Ah, interessant. Interessant. Warte, lass mich das mal einstecken. Wenn wir jetzt noch den Melee Weakening Curse finden, dann ist er auch tot. Glowing Lands ist leider keine Holy Lands. Also jetzt sind es nur noch... Jetzt sind wir schon bei drei, ich sag mal, Zaubern, die uns den Boss sofort one-shotten würden. Wir müssen wenigstens nur einen von denen erfinden. Melee Curse oder... Diese komischen Explosionskugeln mit Strom. Arsch voll Drillbolts. Drei Stück, wäre gut. Tatsächlich habe ich das auch nicht auf hoher Kante liegen. Den Weakening Curse. Sonst hätte ich euch das gezeigt. Das ist nämlich ein One-Shot. Den Boss damit zu töten. Stimmt nicht, man muss ihn zweimal treffen hintereinander. Und dann ist aber... Beim ersten Mal macht man keinen Schaden, aber es muss sein. Und beim zweiten Mal stirbt er instant.
Och, Manno. Gehen wir mal nach hinten. Aber wieder ein Trigger. Wusstet ihr, dass wenn man Frösche isst, man high wird? Jetzt kommt dieser High-Effekt. Was mich nur besorgt, ist, dass da... Ah, okay. Gut. Es war kein Pilz dazwischen. Es war wirklich nur der Frosch. Gott sei Dank. Kein Bock jetzt auf einen aus versehenen Fangelschiff. Ah, wie schade. Ja. Oh, Gigasawblade. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Warte mal. Warte. Fucking wait. Nee, das funktioniert bei dem nicht. Das funktioniert bei einem anderen Boss. Aber wir brauchen es nicht. Wir können den anderen Boss viel sicherer töten. Egal, wir nehmen es mit. Oh, zwei Stück. Wait. Jetzt ist die Frage, wie schnell können wir dich abfeuern, um den Typen Mano a Mano zu besiegen, ohne ein Cheese-Staff. Oh, wir cheesen ihn, scheiß drauf, da ist das Ding. Okay, scheiße, was habe ich gesagt, brauchen wir nochmal? Blitz, Piercing und Homing? Ja, wird schon schief gehen. Alright. Achso, die habe ich schon, okay. Ja, danke schön. Das hat auf jeden Fall geholfen. Also, wir beginnen mit einem Pierce, mit einem Homing und das ist der Zauberstab. So macht man ihn. Okay, dann graben wir jetzt mal halt ganz kurz keine schwarzen Löcher. Nee, es wird unmöglich, vergiss es. Teleportieren will ich mich auch. Den brauche ich. Das sind meine Modifikatoren, die sind wichtig. Die beiden habe ich jetzt dazu geholt. Den kann ich nachher rausschmeißen. Ich glaube, den brauche ich nicht. Auch wenn es weh tut, ihn wegzuschmeißen. Achso, und es bringt auch gar nichts. Es macht keinen Platz oben frei. Ja. Gehen wir erstmal hin. Wir lassen den da liegen. Wir gehen da jetzt erstmal hin. So. Lass mich überlegen. Wir sind jetzt bei den Pilzies. Da sind wir ja schon fast bei einem... Wenn wir jetzt gleich den Mechanikboy gemacht haben... Da sind wir schon fast bei einem anderen Boss, den wir cheesen können, weil wir das Gigasawblade gefunden haben. Ich darf nicht... Ah, das ist der Heilstab. Okay, das heißt, teleportieren und Dingensbums ist noch voll drin. Oh, guck mal, hier ist jetzt Wasser. Was hast du? Nicht so viel. Nicht geschafft. Geschafft. Voll geheilt. Komm mit, ihr Loser. Oh boy.
Den wollte ich nicht kaputt machen. Ich glaube nicht, dass ich ihn brauche, aber kaputt machen will ich ihn trotzdem nicht. So, von hier, von der Mitte des Altars nach unten. Und zwar straight down. Okay, ich denke, ich brauche jetzt keinen Teleportstab mehr. Die können bleiben. Die stören nicht, oder? Nein, die stören nicht. Straight down. Arschloch. Hola. Alter, du nervst. Wo ist der Typ? Da ist er. Oh, ernsthaft. Oh, dieses scheiß Schild von ihm. Jetzt ist er beinahe gestorben. So, fresse hier in den Puff. Gib mir schnell das Perk. Jungs, ihr nervt. Ja, dieser Zauber ist geisteskrank stark, Jungs. Das ist jetzt persönlich. Das hat hier keinen Ende. Oh, jetzt ist er endlich mal gestorben. Der stirbt nicht. Der rote geht nicht kaputt. Ich kenne nicht alle Resistenzen. Von jedem. Aber scheinbar ist er nicht projektilresistent. So, wir gehen, nee, ist richtig, wir gehen direkt nach unten. Alter. Oh my. Ja, die sind gefährlich, die Gegner hier. Falls euch das noch nicht aufgefallen ist. So, jetzt kehrt hier Ruhe in den Puff ein. Halt die Fresse da. Ich hab grad gesagt, es kehrt Ruhe ein. Oh. Das ist das Fleisch, wo wir hinwollen. Dass ich das mal freiwillig sage. Okay, lass mich das mal zurückbauen. Also, fucking shit, wie war das denn? Der kommt dahin. Nolla. Auf jeden Fall der. Der Teleporting Bolt. Ungefähr so. Der kommt da hoch. Den lasse ich kurz da oben liegen, aber theoretisch kann ich den hier schon ersetzen. So. Und wenn das nicht reicht, dann hauen wir den da noch rein. Beziehungsweise, wenn das nicht reicht, müssen wir eigentlich in unser Leben laufen. Kriegen wir das nicht besser geregelt? Für den nächsten Boss brauchen wir nur zwei Zauber. Den und den. Die beiden. Das ist der Zauberstab. Und dann ist der Typ tot. Aber ohne Teleport und Digging reinzugehen, ist richtig bescheuert. Und ohne Heilung reinzugehen, der Zauberstab verbraucht halt viel Platz. Steht ihr? Yeah. Ja, ich weiß. Oh, der Marsch. Scheiße, Alter. Ups. Ja, ich habe ja schon umgebaut. Das muss ein bisschen vorsichtiger sein. Wisst ihr was? Das ist, hab ich schon wieder die Scheiße abgekriegt hier, du? Lass mich das mal zurückbauen für den Moment. Oi, gib mir ein Herz. Nein? Nekromantie?
Verstehe ich nicht. Da ist der Puss, okay. Ah, das ist der Fehler. Mhm. Ganz schön viel Schaden genommen. Oh, da ist der Freundschaftsraum. Dafür haben wir das Perk geholt. Gibt es hier zufällig einen Ort, der voller Blut ist? Damit ich mich ganz kurz heilen kann. Oh, damn. Ja, ja, alles voller Puss. Super. Nee, ich brauche... Es ist so scheiße, dass ich kein Homing finden konnte. Ey. Kein Boomerang, Entschuldigung. Ja, das reicht nicht. Es muss mehr. Oh, ist das der Typ, der den Schaden verzehnfacht? Es wird mehr Blut. Okay, perfekt. Dann legen wir jetzt Eis raus. Ja, Mann. Nicht ganz. Jetzt. Einmal noch. Ah, nee. Stimmt, ist ja Piercing drin. Ich dürre. Oh, Alter, ertränk dich doch selbst, Mann. Haben das Auge getroffen, oder? Ja. Noch ein Noller. Scheiße, wieso ist denn hier überall... Wieso regnet es hier Puss, Alter? Ich sehe das gar nicht. Ich kann das vom Blut nicht unterscheiden, Mann. Ja, da sehe ich das jetzt. Ah, wir sind endlich da. Oh. Moment, das ist auch alles Puss, was hier kommt. Phew. Jesus fucking Christ, ey. So, die Situation muss ich jetzt einmal kurz beruhigen, ja? Was habe ich gerade gesagt? Sterben. Nein, das sah schon wieder falsch aus. Ist aber richtig. Trigger und Giga. Das hätte eigentlich... Ich verstehe, weil ich den hier drin habe. Ja. Au! Lass das. Wo ist der Cursed Rock? Da ist der Cursed Rock. Dann müssen wir hier nach rechts, nicht nach unten. Ich habe ein bisschen Angst. Aber in der Supertheorie müssten wir den rechtzeitig erkennen. Ihh, Scheiße! Boah. Das ist doch einfach Kacke mit dem Zeug, ey. Da ist er. Da ist der Boss. In diesem Schädel. Und wenn wir uns dem jetzt nähern, dann spawnt er. Und hoffentlich machen wir genug DPSen. Weil, naja, ihr werdet sehen. Das ist ein großer Junge. Ja, wofür machen wir uns überhaupt Sorgen? Das Besondere an dem Boss ist, er hat einen garantierten Drop für ein Tier 10 Zauber und er hinterlässt ein Large Extra Max Help. Max Health, das ist anders als die Max Health, die man sonst findet. Die gibt nämlich doppelten Wert. Und natürlich die Vollheilung und den Zauberstab hier. Und wie ihr seht, haben wir richtig Pech. Richtig Pech. Das Ding ist voll scheiße. Klar, die Mana Recharge Speed ist ganz nett, aber Junge, Recharge Time von 3 Sekunden. Da haben wir schon 10 Mal Besseres gesehen. Außerdem, man könnte das alles pimpen, aber Spellcast 10. Und ein Stufe 6 Zauberstab hinterlässt er auch. Und original der Stufe 6er ist besser als der 10er, den hinterlassen hat. Also eine Frechheit. Eine Frechheit. Dieser kleine scheiß Wichser, Alter. Dieser kleine Wichser. Na gut, danke für die Heilung. Nein, Puss. Wir könnten jetzt noch den Master of Masters machen.
Der ist nämlich idealerweise einfach nur links von uns. Dafür müsste ich aber kurz umbauen, weil... Achso, das ist wirklich nur kurz umbauen. Ich muss nur... Der ist schon raus, genau. Der muss raus und das Homing muss raus. Ist zu gefährlich. Es darf nicht bleiben. So könnten wir Platz schaffen. 3x Homing. Ja, ich weiß. Ich weiß. So, jetzt hätten wir Platz für diesen Homing. Und der Orbit ist schon da. Das heißt, wenn wir nachher beim Boss sind, machen wir so. Und dann... Achso, der muss auch raus. Okay. Wenn beim Boss sind, der raus. Wir sollten aber genug Zeit haben. Bin ich da jetzt ernsthaft reingekommen? Hier ist nämlich der Cursed Rock. Und wir gehen unterhalb des Cursed Rocks. Bisschen tiefer, bitte. Danke. Bisschen tiefer, danke. Nicht ganz so tief. Ja, ein bisschen höher darf es schon sein. Zu hoch. Ja. So, und jetzt nach Schrägonal oben rechts. Like this. Warte mal. Das muss raus. Ja, genau, wir müssen durch den Cursed Rock, das ist richtig. Nicht erschrecken. Und das ist nicht seine Arena. Das, nicht an dir selbst zweifeln, Alex. Einfach weiter schrägonal nach oben rechts. Das wird schon passen. Da ist er. Oh, oh. Das ist ein Problem. Das ist ein großes Problem. Der muss sterben. Danke. So, Jungs. Ich muss das jetzt mal eben essen. Wo ist der Körper von dem Typen? Oh, oh. Ja. Wir müssen jetzt uns gedulden. Ich habe den Körper von dem Kerl nicht gefunden. Ich habe doch kein Eis mit. Doch, ich habe Eis noch drin. Och, Manno. Er hätte trotzdem gerne heil bleiben dürfen, der Körper. Eis hin oder her. Man sollte Eis rausnehmen, wenn man Leichen essen will. Das ist wirklich der perfekte Ort für einen Hardmage-Trick, ne? Hat aus Versehen jetzt einen Roten getroffen. Alter, kannst du bitte aufhören, die Roten zu treffen? Es ist voll schmerzhaft. Weg, weg, weg! Oh. Wir haben ein Problem. Wir müssen warten, bis unser Zauberstab sich beruhigt hat. Noch 9 Sekunden. Wir sind gerade gestorben. Aber wir hatten Saving Grace. Ich habe das Gefühl, dass wir diesen Zauberstabfluch auf uns drauf hatten. Sich zu heilen wird jetzt sehr kompliziert. Ich weiß, was ich auf jeden Fall haben will, und das ist der hier. Das macht uns das Leben viel, viel einfacher. Ich muss mal kurz überlegen, wie wir es schaffen, die Wucht, die Geschwindigkeit aus dem... Das Problem ist, dass wenn wir jetzt hier nach unten gehen, wir durch Cursed Rock müssen und wir werden dabei sterben, weil wir nur noch 1 HP haben. Das heißt, wir müssen den gefährlichen Weg, den wir gekommen sind, gehen. Und eigentlich sogar einen noch viel gefährlicheren Weg gehen, weil wir können den nicht exakt gehen wegen dem Cursed Rock. Wir müssen uns hier heilen können.
Ich weiß nicht wie. Der fliegt einfach zu schnell, der hier. Deswegen wollte ich Boomerang haben. Und dann ist er auch schon kaputt. Es sieht zwar so aus, als würden wir ihn verbrauchen, aber wir haben da unendlich viel von. Hätte ich doch bloß Circle of Water oder Water Trail. Das wäre noch eine gute Idee gewesen. Aber ich weiß gerade gar nicht, ob ich über Water Trail gestolpert bin. Wenn wir es doch bloß schaffen würden, links rauszukommen. Das würde uns das Leben erheblich vereinfachen. Da ist nämlich alles voller Lava. Und wo Lava ist, ist auch Blut. Und dann könnten wir uns wieder heilen. Oh, der Weg nach da unten ist brandgefährlich. Okay. Ja, es nützt alles nichts. Wir können. Eventuell beenden wir das Let's Play jetzt hier. Dann ist das so. Obwohl, angeblich habe ich noch ein Save. Ein Saving Grace habe ich noch. Was soll denn das bringen, Alter? Ein HP. Werde ich mit einem HP wiederbelebt. Das hätte jetzt auch schon das Ende sein können. Ja, hier unten dürfen wir nicht rein. Das ist genau das Problem. Wir dürfen den Weg nicht zurückverfolgen. Wir müssen die harte Tour wählen. Nein. Nein. Das lasst ihr mal schön sein. Die werden von unseren Kampfgeräuschen angelockt. Damit kann ich leben. Der dürfte theoretisch keinen Schaden an mir machen, weil ich Blitz- und Explosionsimmunität habe. Und gleich hat der hier Circle of Vigor. Und die ganze Welt rastet aus. Nein, hat er nicht. Aber er ist gut. Verdammt, ist der gut. Okay. Aber jetzt keine Zeit. Da ist der Cursed Rock. Nein. Einmal teleportiert und wir sind weg. Schön in die Lava rein oder in den Cursed Rock rein. Ja, wenn ich so drüber nachdenke, sind Teleport-Mages gerade unsere größten Feinde. Weiter nach unten links, bis wir bei dem Orb-Raum sind. Oder wir vorzeitig abhauen können. Das sieht gut aus. Hat er uns getroffen? Nein. So, hier ist der Cursed Rock, hier sind wir hergekommen. Das heißt, wir gehen jetzt hier nach Trigonal unten links und wir bleiben the fuck away from alles anderen. Away. The fuck away. Und dann ein bisschen Trigonal, aber schon stark links. Und jetzt können wir nach links gehen. Aber nicht so schnell und schon gar nicht mit juckenden Augen oder eine juckende Nase. Die Hand muss jetzt auf der Tastatur bleiben. Und wie ihr seht, sind wir jetzt endlich bei dem Lavafluss angekommen. Und jetzt Bär! 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 Na komm, ich brauche viel mehr Blut. Was ist denn das für ein Quatsch? Super. Das ist nicht genug. Also. Ich hatte gehofft, wir können eine Badewanne bilden, wo sich das Blut sammelt. Jetzt kommt hier richtig viel Blut runter. Hat das denn jetzt. Ist das jetzt richtig viel gewesen? Das ist
voll wenig. Keine Möglichkeit. Ah, zu doll. So, das ist der tiefste Punkt. Ah, vielleicht klappt das doch. Es kommt ja noch einiges nachgelaufen. Besonders wenn ich das Blut jetzt hier rauslöse. Und jetzt nach unten hier. Daneben. Pfeffer! Hehehehe, boy. Boom. Bye bye. Bringt das was, wenn wir hier längs gehen? Eigentlich will ich hier rüber zum Freundschaftsraum. Ach, das ist der. Nicht spoilern. Warte mal, lass mich mal kurz ein bisschen Blut essen. Ach nee, falsche Prozentanzeige. Oh, ja. Oh my. Au, heiß. Falscher Zauberstab. Bonjour. So, wenn wir jetzt hier sind und wir jetzt, hier wäre sogar noch eine Heilung gewesen, und wir gehen jetzt nach, links und wir schaffen es, gerade zu bleiben, dann kommen wir zum Freundschaftsraum. Das bedeutet, wir müssen jetzt den Zauberstab bauen für, Freundschaftsboss. Fucking Trigger. Mich überkommt da so eine Idee. Ich sollte vielleicht meinen Scheiß doppelt kontrollieren. Ja, das wird schon passen. Toveri hat außergewöhnlich wenig HP am Anfang. Das, die größte Schwierigkeit ist es, und das ist ungelogen, ich meine das todernst, ist es, nur ihn zu treffen und niemand anderen. Oh, wir sind ein bisschen zu weit unten. Genau, das ist er. Hier sind wir, der Rote. Und hier ist er links. Und diese Kreise sind der Holy Mountain. Das ist der Berg des Holy Mountains. Es gibt sogar auch die Pyramide. Das sind die Orbs. Ja. Das hier ist der Raum, der nicht gespoilert werden darf. So, wir müssen uns jetzt an diesen kleinen Scheißer heranschleichen. Und dann wirklich exakt ihn treffen. Und nichts anderes und kein Erdbeben und hast du nicht gesehen. Das wird nicht einfach. Es wird nicht einfach. So, wir müssen hier hoch, glaube ich. Nee? Oh. Ich hätte das jetzt falsch eingeschätzt.
Ja. Wir haben Unsichtbarkeit. Da oben ist der Freundschaftsraum. Da. Wir haben Unsichtbarkeit, Freunde. Ich habe das ganz vergessen, dass wir das haben. So, jetzt sollten wir aber trotzdem ganz, ganz, ganz gemächlich hier Löcher bohren. Sag mal, vielleicht so. Ja, nicht ganz getroffen. Ist nicht schlimm, ich will mich daran tasten. So, kurz mal stehen bleiben. Genau, der ist direkt über uns. Da ist er. Man darf nicht seine kleinen Wichser treffen. Bevor wir irgendwas machen, testen wir jetzt einmal diesen Zauberstab. Okay, funktioniert. Er ist ein bisschen langsam. Müssen wir beachten. Die Beschleunigung nehme ich jetzt hier nicht raus. Am liebsten würde ich wirklich nur so eine Scheibe abschneiden. Ohne... Da ist er, da ist er. Da, Toveri. Ey, komm, verpisst euch alle von ihm. Geht mal alle weg. Wie machen wir das? Ihr versteht's nicht, wenn auch nur einer von denen stirbt. Sterben alle, weil die explodieren mit einer Kettenreaktion und es gibt ein Erdbeben und alle sterben. Und da ist der Hinweis, der Lore-Hinweis, dass man Toveri oder seine Kinder in den Diamanten des Habgier schleifen muss. Ich habe noch eine Idee. Pass auf, wir machen das so. Nein. Was zum Fick? Ah, Refreshing Grout. Okay, ja, ja. Toveri muss jetzt mal herkommen. Schaffe ich es, ein Loch reinzuschießen? Und dann sehen sie mich nicht und ich werde unsichtbar. Ich muss gar nicht reinschießen. Ich könnte mich jetzt auch rein teleportieren und das Feuer auf ihn eröffnen. Es muss nur halt sicher sein, dass da keiner von diesen kleinen Lixern dazwischen ist. Ich komme mal hier noch näher ran. Aber sag mal, jetzt eine ganz dumme Idee, ne? Was ist, wenn ich den Raum gar nicht betrete, um ihn zu töten? Komm mal raus aus diesem ganzen Ungeziefer. Nur du und ich. Ja, das traue ich mich nicht. Der Plasma hat zu viel... Was passiert, wenn ich den Plasma mit Nolla versehe? Was macht er dann? Gar nichts, gar nichts. Der endet einfach nur. Aber er muss das machen. Okay, das bringt nichts. Wie weit ist die Reichweite von dem? Ungefähr 4 Löcher. Geht er weg, geht er weg. Geschafft. Das war Toveri. Ihr versteht nicht, wie... Oder vielleicht versteht ihr es auch, weil ihr es selbst versucht habt. Wie unendlich kritisch das ist, ihn zu töten, bevor irgendeines seiner Kinder stirbt. Es ist von absolut kritischer Wichtigkeit. Jetzt explodiert hier die ganze Welt. Weil wenn einer von denen stirbt, explodiert es und es löst ein Erdbeben aus. Alright. Alright. So, dann wie kein Platz. Junge! Ach so. Der. Oder? Ich glaube schon. Hm. Der bleibt da, wo der ist. Du. Warte mal. Nee, das ist. Du bist Gamma, ne? Ja. Okay.
Im Moment, mein Ohr juckt. Hola! Der ist wahrscheinlich kaputt, ne? Der Grout. Ja. Da hätten wir uns rein teleportieren müssen, um den zu mopsen. Wie ihr seht, ist das ein katastrophales Erdbeben. Das ist ziemlich weit, von ziemlich weit oben runtergekommen. So, was können wir noch töten, was wir noch nicht getötet haben? Lass mich überlegen. Also, ein Recap. Wir haben diesen komischen Schleimwurm, was der größte Boss im Spiel ist. Bedingt durch seine schiere Größe, der einen Tier 10 Zauberstab hinterlässt. Non-Shuffle, ganz wichtig. Immer ein Non-Shuffle, Tier 10. Deswegen lohnt es sich immer, den zu töten, weil das kann potenziell der stärkste Zauberstab im Spiel sein. Den Wurm im Dschungel, da reden wir gar nicht drüber. Dieses arme Ding stirbt immer. Den Typen in der Pyramide, check. Dann haben wir den fliegenden Quallenaugenwichser mit Polymorphinschüssen, check. Das haben wir erledigt mit Plasma-Beams. Natürlich gibt es dann noch den im Wasser, den, wie heißt der Wichser? Ach komm, sag schon. Leviathan, machen wir nicht. Machen wir auf keinen Fall. Es gibt noch den Goalkeeper. Der Goalkeeper. Ja, der Gatekeeper kann gecheased werden ohne Ende mit tausenden von Spells. Omega Sawblades, Black Holes, alles geht, alles funktioniert an ihm. Ist kein Problem. Wird halt nur nicht angerechnet, deswegen müssen wir ihn mit Explosionsschaden töten. Das ist auch überhaupt kein Problem. Ich brauche dafür einen Zauber, den ich nicht habe. Man muss den Typen nämlich mit Eiern bewerfen, damit er überhaupt spawnt. Ich habe keine Eier. Ja. Oh mein. Guckt euch das an. Guckt euch das an! Oh nein. Warum mache ich das? Warum mache ich das? Ist es, ist es? Oh. Ah, sweet relief. Du kleiner Wichser. Gib mir dein Fleisch. Jesus fucking Christ. Es fühlt sich das gut an, den Typen gegessen zu haben. Das hier ist der Tower-Aufstieg. Den wir nicht machen werden. Kein Bock. Aber er ist ganz nett zur Orientierung. Da oben war ich schon, hab den Zauberstab geholt. Und zusammen mit den Polymagiern, die wir gefressen haben, kann mich so ziemlich alles hier am Arsch lecken. Hi! Nom 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 nom. Hast du Eier? Es ist eine Mimik. Wie ihr seht, gehen wir durch die Welten rückwärts. Du hast einen interessanten Zauberstab, nicht wahr? Achso, das sind die Typen. Die sind das. Warte mal. Den möchte ich doch erlösen. So ganz, Bye. Ich habe hier nicht zufällig ein Ei liegen, oder? Ping-Pong Lumi habe ich, Chainsaw habe ich. Dann machen wir den Boss halt damit. Was ich jetzt noch brauche, ist ein Ei. Ich sehe kein Ei.
Aber es wäre theoretisch sinnvoll, durch den eigenen Holy Mountain zu wandern. Ach, wie geil wir diesen kleinen Wichser in seinem Freundschaftsraum umgebracht haben, ey. Ich komme nicht drauf klar, Mann. So ein schwerer Boss normalerweise. Wir haben ihn einfach perfekt abgepasst, ey. Giga Sawblade geht gegen den. Das Problem ist, dass wenn er kaputt geht, bevor er stirbt, dann wird euch das nicht angerechnet. Klingt jetzt komisch, ist aber so. Der Boss kann kaputt gehen, bevor er stirbt, weil das Giga Sawblade zerstört Körper. Und der Typ ist ein Körper, der ist halt Stein. Deswegen ist das ein bisschen gefährlich. Das sind die Wechselobjekte hier. Manchmal so und manchmal alle. Ne? Genau. Ja, theoretisch können wir den Boss sogar hiermit töten. Guck mal. Warum funktioniert der Zauberstab, wenn ich hier nur noch einfachen Trigger habe und hier ein Dreifach? Ach so, weil hier nur drei waren. Okay, ich dachte schon, ich habe irgendwas übersehen. Aber alter Schwede, habe ich gerade einen Schock gekriegt. Der Lumidrill würde den Stein zerstören, bevor er den Boss tötet. Zwei Bosse haben wir noch. Den Scheißklumpen da oben. Der hat 8458 HP. Und den Gate. Der Gate ist immer eine sehr sinnvolle Angelegenheit zu töten. Weil er jeden beliebigen Zauber im Spiel droppen kann, den ihr schon freigeschaltet habt. Hollow Egg, fickt mich fett. War das scheiße? Das ist ein Summon Egg. Ich muss googeln, ob es ein Hollow oder ein Summon Egg. Ich glaube, es muss ein Hollow Egg sein. Es ist egal, es geht beides. Gott sei Dank. Okay, ja, das war jetzt ein kurzer Ausflug. Gehen wir hoch und bauen uns ein Zauberstab, den jeder von euch zusammengebaut bekommt, falls ihr das nachspielen wollt. Ach nö. Rotation. Ping-Pong. Dreifach-Cast, habe ich noch ein Vierfach? Ja, hat er. Okay, alles mal hier rüber. Ich glaube, ich kann die Admana aber gleich tatsächlich benutzen. Ping-Pong! Vierfach-Cast. Viermal Chainsaw. Fertig. Das ist der Zauber. Das sieht dann so aus. Ey, warum hat er den gelöst? Ey. Ah. Wir könnten sogar das hier noch. Und dann sind die Chainsaws da vorne. Aber es ist gar nicht nötig. Also mit dem Ping-Pong hat die Chainsaw Reichweite, wie ihr seht. Ne? Da vorne sieht man sie. Jetzt haben wir auch mit einem Admana können wir das Ding unendlich lange gedrückt halten. So, und weil wir den hier haben, Most Spells are Unlimited, können wir das Ei benutzen ohne, also ich glaube, man muss mehrere Eier gegenwerfen. Entweder mit einem Greek Letter oder man hat ein paar Eier dabei. Ach ja. Machen wir das mal so. Und gehen wir mal runter und killen den. Also ein Black Hole löscht den einfach. Ne? Das ist, er stirbt und er hinterlässt auch seinen Loot.
Oh, wieso bin ich so langsam? Ich habe doch Polymorph Immunity. Upsa. Hallo. Oh, guck mal, da wären sie gewesen. Bye bye. I am Polymorph Immune. Ich bin alles scheißegal. Hui. Hallo. Bye bye. Bye. Miau. Bye bye. War geil hier. Oder auch nicht. Tschüss. Tschüss. Hallo. Ich muss leider weiter. Es tut mir leid. Bye bye. Hallo. Tschüss. Ich muss leider weiter. Fick dich selbst. Wie lange noch? 14 Sekunden. Müssen wir warten. Wir haben das Portal verfehlt und das letzte Gate ist nicht da. Oi. Wo ist der Typ? Hä? What the f- Ah ja, da ist ihn. Scheiße! Ups, wie ist das denn passiert? Das war ich nicht. Das muss das Spiel gewesen sein. Das hat den Chunk da irgendwie reingeladen. Hoffentlich, ich glaube, der hier ist kaputt. Ich glaube, der wird nicht mal versuchen, uns anzugreifen. Bitte sei... Ah, Gott sei Dank. Der ist kaputt, der ist kaputt. Der ist kaputt. Und der ist kaputt. Das war der Boss. Und er kann halt alles droppen, ne? Hier ist ein Sparkbolt. Ein Schimmer. Aber er kann halt auch Greek Letters und andere Scheiße droppen. Das war der Bosskampf. Hoffentlich wird mir der jetzt angerechnet. Ich weiß gar nicht, ob ich den schon mal auf eine, in Anführungszeichen, faire Art und Weise getötet habe. Ein bisschen unsicher. Ja, komm. Jetzt kann das mal alles wieder weg. Das kommt nach vorne. Komm, Beilung, Beilung, Beilung. Ich will die Immunität dazu benutzen, um in Lichtgeschwindigkeit nach oben zu reisen. Einer fehlt uns noch. Der letzte. Der letzte Boss in diesem Spiel, dann haben wir sie alle gehabt. Oh mein Gott, das geht bloß auf den Sack. Ich brauche eine Karte, damit ich mich ausrichten kann auf den Boss. Scheiße, ich habe doch die Zauber gar nicht dafür. Mann ey. Ah, das ist ein Problem. Der Typ ist... Das ist ein Problem. Der ist nicht so leicht zu besiegen. Man braucht zwei spezifische Zauber. Ich habe schon die Flaschen dafür zufällig dabei. Ja, Berserkium ist nicht notwendig, aber es knallt und es ist lustig. Shit. Nein, ich habe nicht aufgepasst, ob die Dinger im Holy Mount liegen. Ach komm schon, ey. Das ist der letzte Boss, den wir noch nicht getötet haben zusammen. Oh, fick. Die Waldfee. Okay. Dann gehe ich jetzt halt nach links. Durch alle Parallelwelten, so lange, bis ich diese beiden letzten Zauber gefunden habe. Welche Wahl habe ich denn noch? Ich habe sie nicht, die Zauber. Und rechts rum, da habe ich schon die Perks eingesammelt. Also zumindest die, die gut genug waren, um eingesammelt zu werden. Ich habe auch ganz viele liegen lassen. Ihr kennt mich ja.
einfach liegen lassen, was man nicht braucht. Warte mal. Das ist ein bisschen Overkill, oder? Ja. 250. Das wäre so geil. Bam, zweimal Deadly Heal. Ich weiß gar nicht, ob der auch den Trigger mitkopiert, der hier. Weil wenn wir den jetzt hier hinpacken, duplicates every spell cast before it, und er den hier duplicated, der diesen ganzen Payload in sich trägt, wäre das ganz schön krank. Ja, können wir so erstmal lassen. Oh, hab ich keinen Bock. Schon wieder durch alle Parallelwelten zu leisen. Und ich verschwende gerade mein Polymorphin, deswegen habe ich doch Escape gedrückt. Mann! Mein Polymorphinschutz. Gut, es nützt nichts. Ich muss los. Ich werde das heftigst schneiden. Mal gucken, wie viele Welten ich durchreisen muss, bis ich die beiden gefunden habe. Ich werde nur auf die Holy Mountains gucken. Ich werde nicht die Welten bereisen im vollen Umfang und mir dort die Zauberstäbe angucken, sondern nur durch die Holy Mountains fallen und schauen, ob die da angeboten werden. Sei es im Zauberstab oder auf dem Verkaufsteller. Los geht's. So, ich denke, ich habe jetzt alles. Es hat tatsächlich auch gar nicht so lange gedauert, die Sachen zu kriegen. Mit dem Dormant Crystal with Trigger und dem Explosive Detonator. Den Crystal mit Trigger, den schießt man in die Luft oder... Das ist... Ja, hier. Ne? Und dann nimmt man den raus. Und der hier, Explosive Detonator, ist wie die Fernzündung. Damit kann man ihn kaputt machen. Nutzt natürlich das Problem, dass der Typ so viel HP hat wie ich und dass er den Schaden zurückwirft, ist das größte Problem von allen. Das heißt, wir töten uns selbst. Wenn wir uns heilen, heilt er sich. Wie macht man das jetzt also? Am einfachsten macht man es mit selbst, wenn der Gegner wirklich wenig HP hat. Aber das können wir jetzt vergessen. Idealerweise machst du das, wenn er, weiß ich nicht, 300-400, wenn man selber nur 300-400 HP hat. Wie gesagt, der Zug ist abgefahren. Das zweite Problem ist, dass der... Boah, ich sehe den Kontrast fast nicht. Ah, hier ist das. Das zweite Problem ist, dass der Typ euch den Ambrosia Stain wegwischt. Ne? Der ist dann weg. Das heißt, man kann sich nicht in Ambrosia stainen und sich freuen. Das wird auch nicht funktionieren. Deswegen pflastern wir das jetzt mit Kristallen voll. Die machen aber nur 137 Schaden. Es kommt auf 143 Schaden hinaus. Wir können das mal zeigen, weil diese 100 irgendwas überleben wir. Guck mal. Au. Oh nein, dieser kleine Idiot. Oh, der ist da immer wieder durchgerollt. Ich fasse es nicht. Jetzt wäre mir beinahe draufgegangen, Alter. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht, dass er ständig durchgerollt ist. Oh, wir müssen hier sofort weg. Wir sterben. Wir sterben gleich. Der Kristall liegt da immer noch. Er darf da jetzt nicht durchrollen. Wieso schießt er nicht? Nein, Alter, wir haben jetzt wirklich keine Zeit für diese Scheiße. Hab ich einen Repulsion Field drin? Ich habe einen Repulsion Field.
Das macht es noch schwerer, sich zu heilen jetzt. Mann, wieso haben wir bloß keinen Boomerang gefunden? Ich muss Repulsion Field. Oh ja, hier ist es. Ich habe es aufgehoben. Ist egal, wir haben unendlich davon. Bray. Eben haben wir es geschafft, ihn zu... Oh. Das ist nicht richtig. Irgendwie sieht er falsch aus. Wenn ihr mich fragt. Ich wusste nicht, dass der durch das Durchrollen des Kristalls Schaden nimmt. Ey, vielleicht haben die das gepatcht, damit man aufhört, den Typen auf diese Weise zu töten. Aber ich muss dann gestehen, dass ich keine Idee habe, wie man ihn sonst töten soll. Ich glaube, wir sammeln ihn ein, aber er funktioniert nicht richtig. Heilt er nicht, wenn die, wenn der Charge auf 0 ist? Das wäre mal interessant. Wir schauen mal. Weil dieser Zauber hier, der verhält sich ja sowieso komplett anders als andere Zauber der Deadly Heal. Deswegen durchaus möglich, dass der dann nicht heilt. Ja, der sieht richtig aus. Ach komm schon. Er hat den Fisch geheilt. Ach, guck mich das an, ey. Och, Manno. Ah, ich hasse Repulsion Field manchmal. Repulsion Field ist wirklich ganz fantastisch für einen kurzen Run. Wenn man einfach nur den Boss töten will, ist Repulsion Field der Hammer. Aber das ging jetzt fast komplett in die Hose. Egal. So, was ich zeigen wollte ist, wir legen das Ding da jetzt hin. Und dann machen wir ein Ambrosia Stain da oben. Und laden die Scheiße hier voll mit DPS auf. Machen das so, so, so. Oh nein, sorry Fische. Oh, weil wir jetzt Elektroschaden auf der Lunte hatten, haben wir die Fische elektrifiziert. Zurück zur Pyramide. Der Boss müsste jetzt volle HP haben. Es sei denn... Deadly Heal funktioniert anders, aber ich bin mir ganz sicher, dass er volle HP hat, weil er sich an unsere HP orientiert und nicht irgendwie versucht, mathematische Gleichungen aufzustellen. Links. Ja. Das ist Bier da unten. So, wir sind jetzt Ambrosia gestained. Und solange wir schweben, bleibt Ambrosia auch. Ich will jetzt einfach nur... Er ist gestorben. Er hat das nicht überlebt. Wann ist er denn gestorben? Die Komitos, das sind alles meine Schatten. Das könnte jetzt ein ernsthaftes Problem sein. Weil wir nicht wissen, welche Zauberstäbe sie in der Hand halten. Und auf meinem Zauberstab-Friedhof liegen echt kranke Teile rum. Aber warum mache ich mir darüber Gedanken? Kann ich nicht einfach die hier? Nach unten schicken. Ich muss natürlich auch... Die scheinen nicht richtig zu treffen. Das wird sicherlich kein Killer-Zauberstab sein, den er da hat. Das wird auch kein Killer-Zauberstab sein, den er da hat. Und der andere auch nicht. Der da hatte was
vielleicht potenziell gut ist. Ja, damit haben wir den Boss getötet. Habe ich mir so überhaupt nicht vorgestellt, dass das so laufen wird. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Jetzt haben wir sehr viele Zauberstäbe von meinem Friedhof runtergearbeitet. Leider waren das alles... Oh, der im Early Game wäre der sehr tödlich für mich gewesen. Der hier überhaupt nicht, aber sehr nützlich. Ui. Wieso kann ich denn da nicht durchgraben? Was ist denn das? Brickwork. Ach komm. Verpiss dich. Das wäre tödlich gewesen für mich. Nicht jetzt, aber im Early Game. Ich komme da nicht hin. Moment. Quatsch. Ah! Oh nein, das wäre so praktisch. Oh mein Gott. Ich muss irgendwann mal gestorben sein, während ich das Ding in der Hand hielt. Ich habe mich irgendwann, wahrscheinlich irgendwann in den Tod reinteleportiert. Naja, ihr habt die Idee, denke ich, trotzdem verstanden. Man steht da oben und hat sein Stain. Und wenn man zum Beispiel wenig HP hat, man hat nur 300-400 HP, ne? Maximal HP, dann kommt man sozusagen, haut man hier überall diese Kristalle rein und wohlgemerkt, während man den Stain hat. Also man muss die Scheiße, man muss sie hier hinlegen. Moment, es muss so laufen. So, und dann schießt man die Kristalle darunter. Plumps. Ui. Siehst du? So. Jetzt haben wir uns aus dem Stain rausgeschossen, das ist schlecht. Und die Kristalle enthalten vielleicht sowas hier. Spricht ja nichts dagegen. Ui, jetzt ist der Kristall kaputt gegangen. Ja, ja. Ach, guck mal, das ist auch nicht schlecht. Dann können wir viel besser reinschießen. Ui! Ich habe zwei gemacht und kein Double Caster vorgestellt. Was ist dein Scheißproblem? Vor allen Dingen, warum geht hier alles kaputt? Das ist Brickwork. Das darf gar nicht kaputt gehen hier durch. Na egal. Sobald man da unten alles ausgepflastert hat, oder ein Sea of Acid ist natürlich richtig der Overkill, ne? Weiß gar nicht, ob das gut geht. Na egal. Solange man da unten dann alles ausgepflastert hat, bleibt man hier mit dem Ambrosia Stain stehen und zündet einmal alles. Habt ihr das eben gehört? Das war der Sea of Acid, die Zündung. Und dann stirbt er und ihr verliert keine HP, weil ganz wichtig, ihr seid oben. Ihr seid oben und habt den Stain drin. Diamond, ja, diese Brickworks sind durchzogen mit Diamant, falls man das braucht. Man kann das mit einer Purse, kann man das aufheben. Kann man sammeln. Da ist Bier. Und Bier lässt sich mit Milch kombinieren. Und das ergibt Milchbier. Und daraus kann man vermutlich nichts weiter machen. Ey, ich weiß nur, dass es geht, aber in der Community ist es sehr umstritten, ob das nicht eine Sackgasse ist, also eine alchemistische Sackgasse, nach dem Motto, ja, es geht, du hast völlig recht, aber was bringt dir das jetzt, so nach dem Motto, jetzt hast du Bier gemacht, mit Milch, gratuliere. Gut. Ich weiß auch gar nicht mehr. Nee, wir haben alle Bosse. Es gibt keine Bosse mehr. Wir haben sie nicht in einen Run gelegt. Wie viele Bosse leben noch in diesem Run? Es lebt noch der Squid, hätte ich beinahe gesagt. Der Leviathan. Der wäre sehr einfach zu töten. Wir haben hier den Poison Trail. Und die Black Holes haben wir auch. Hier der Dingeskirchen. Der unsichtbare Schädel lebt noch. Die schwersten haben wir schon gemacht. Wir haben schon den Bridge-Boss, den empfinde ich immer als schwersten. Wir waren da unten, haben diesen Slime-Wurm gemacht, den empfinden andere als schwersten. Nachdem ich dann endlich den richtigen Zauber hier hatte, haben wir den Mechanical Colmy gewone-shottet. Hm.
Wir haben diesen kleinen Bastard umgebracht, wo wir so ewig um das Freundschaftsloch herumgetanzt sind, damit bloß nicht seine Kinder sterben und es dadurch zu einer Vollkatastrophe kommt. Ich könnte euch noch was erzählen über ungelöste Fälle in Neuter. Ich mache das mal so laienhaft, weil ich bin auch noch Neuter Anfänger, muss man dazu sagen. Ungelöste Fälle. Der wichtigste, größte und ja, spannendste Fall ist der hier. Der ist ungelöst. Der Cauldron. Manchmal habt ihr ein Seed, das spawnt der Cauldron defekt und manchmal spawnt er heil. Das weiß man nie. Das sind diese Freundschaftsräume, ne? Die sind hier in der Welt verteilt. Und unser Typ war hier. Das zweite Geheimnis, es gibt eine Theorie, ja, sie ist fundiert, aber es gibt halt keine Beweise, ist, dass man Orb-Tempel spawnen lassen kann und damit nicht mehr gezwungen ist, über diesen Greater Chest Bullshit den 34. Orb zu kriegen. Hier in der... Ihr seht übrigens, wie groß Neuter Karte ist, ne? Und die meisten Spieler bewegen sich immer nur hier. Nur hier, 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 hier. Hier ist der letzte Tempel und mehr machen sie nicht. Hier im Himmel und in der Hölle gibt es dieses Viereck. Dieses Viereck hat exakt die Größe eines Orb-Tempels. Das hier. Wenn man sich jetzt mal einen Orb-Tempel hier schnappt, da... Man würde jetzt einen professionellen Screenshot erstellen, den hier, und mit Photoshop den Orb-Tempel oder mit Paint einfach klippen, der passt da genau rein. Das ist der Himmel und es gibt hier unten genauso ein Loch in der Hölle. Es gibt vage Hinweise darauf, die hindeuten, dass man, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Zufall ist, ich glaube, das ist Zufall. Ja, hier sind überall diese Zufälle. Aber die beiden, die sind fest. Die sind immer da, immer am gleichen Ort, exakt die gleichen Koordinaten. Anyway, es gibt die Theorie, dass man die Tempel spawnen lassen kann, um an den 34. Orb zu kommen. Das ist eines der ungelösten Geheimnisse. Das nächste ungelöste Geheimnis sind die Zahlen, die man kriegt, wenn man... War das hier? Ach, hier ist das Symbol von dem Boss übrigens. War das hier oder war das im Nachbartempel? Wenn man so richtig high wird in einem der Tempel. So richtig übelst high. Dann spawnt eine Zahlenkombination unter den göttlichen Nachrichten. Man kriegt ja immer diese göttlichen Nachrichten. Weiß ich, Gods are enraged, Gods are afraid, the Gods can't find you, bla bla bla. Und unter einer dieser göttlichen Nachrichten steht unten eine Zahlenkombination. Diese Zahlenkombination ist ebenfalls noch unerforscht, beziehungsweise man gibt sein Bestes, aber man findet noch keinen Hinweis, was es damit auf sich hat. Und etwas, das ich euch auf der Karte nicht zeigen kann, holy shit. Etwas, das ich euch auf der Karte nicht zeigen kann, ist, sind die Augen, die Kombination von Augen. Ich wollte mir das immer mal selbst angucken, hab's aber nie geschafft, weil ich diese Augen nicht finde. Es gibt drei... What the shit? Achso. Es gibt drei große, große Felder von Augen. Man muss nur auf den Neuter Reddit gehen. Upsa, das war die Coral Chest. Aber zum Glück haben wir die schon geöffnet. Oh, Treffer. Hi. Du spawnst jetzt nicht? Er spawnt. Darauf sind wir nicht vorbereitet. Der ist gefährlich, der reflektiert den Schaden. Wie im Let's Play waren wir auf ihn vorbereitet, jetzt sind wir es nicht. Anyway, wir müssen auf den rechten Arm des Männchens und dann straight up. Wir können es nur probieren.
immer so eine Schwierigkeit mit genau nach oben fliegen. Ich glaube, ich bin ein bisschen nach links abgedriftet. Hoi, gefunden! Rainbow Trail, baby. Gives a projector a trail of rainbows. Oh yeah. Woo! Let's go! Ah, ist das geil! Was ist das denn? Ah, stimmt, den haben wir verbraucht. Gut, dass wir diese extra Lives hatten. Gut, dass wir in die Parallelwelten gereist sind. Dieser scheiß Kiwi-Boss. Ich wusste nicht, dass er durch die Kristalle rollt. Wisst ihr, was das bedeutet? Eigentlich ist es noch viel einfacher. Man macht da oben ein Ambrosia-Stain und lässt ein paar Kristalle reinfallen. Und fertig ist der Bums. Kann man das trinken? Oh, what the shit? Open your eyes, I see your eyes are open. We are no disguise for me, come into the open. Cause ingesting rainbow. Bleib mir bloß weg. Ich hab keinen Bock auf dich. Ich hab kein extra Leben mehr. Du kleiner Hurensohn. Was hab ich gerade gesagt, ey? Hi. Irgendwo hier sind diese Augen. Glaube ich. Nee. Die Augen sind woanders. Die sind nur in Parallelwelten. Und zwar nur in den Hauptparallelwelten. Ah, der hat kein Polymorphine. Ja, wir sind ein bisschen zu weit hochgeflogen. Ups. Ich brauche kein Gold. Ich drauf und dran den Run hier zu beenden, Junge. Ey, kannst du dich ins Knie ficken? Der ist gefährlich. Der hat Polymorphien-Schüsse. Och, komm schon. Diese Räume können, die Augen und der Cauldron, gibt es noch eine wichtige Information. Das sind die einzigen beiden, von denen ich weiß, dass diese Sachen können nur spawnen und nur spawnen, wenn ihr keinen einzigen Mod aktiv habt. Sobald ihr auch nur einen Mod aktiv habt und so habt, und wenn es nur ein Cosmetic ist, werden diese Geheimnisse nicht auftauchen, sie werden nicht spawnen. Ich bin verwirrt, die hätten hier sein müssen. Aber das zeigt einfach nur, dass ich das Geheimnis nicht so gut kenne. Nicht, dass es nicht hier ist. Taste the rainbow! Man muss das nicht trinken, damit es auftaucht.
Ja, was machen wir? Machen wir jetzt noch die letzten Bosse kaputt? Habt ihr alles schon gesehen? Gibt es nur noch diesen Geister-Heini? Den Unterwassertypen, dessen Namen ich gerade Verstopfung kriege. Leviathan, dankeschön. Den Master of Masters haben wir auch getötet. Ach, scheiß drauf. Hier runter. Jedes Portal in einer Parallelwelt bringt einen immer in die Hauptwelt. Bam, Hauptwelt. Hier ist kein Polymorphin. Ich habe die Strecke mehrfach double gecheckt. Ach, wir haben noch den Draught of Midas, den ich immer mal mit einem Sea of Mimikium beschießen wollte. Aber wofür? Er verwandelt halt die Welt in Gold, wie ihr seht. Alles, was er berührt, wird zu Gold, außer ich. Und deswegen kann man mit dem auch graben, weil Gold lässt... Jetzt ist er im Wasser gelandet, man muss das Wasser einfrieren. Habe ich hier Frost drin? Ja. Und dann ist er wieder fest und kann weiter benutzt werden. Da unten formt er sich. Aber prinzipiell sollte man den nicht ins Wasser tun, weil das schon wieder dann eine neue alchemistische Rezeptur ist. Aber so kann man sich durch die ganze Welt graben. Komplett. Ohne Probleme. Habe ich schon ein paar Mal gemacht. Scheiß Wasser. Macht das hier. Macht uns alles kaputt. Und der Rainbow macht's nicht besser. Egal, das ist der Midas. Ich guck mal, ob wir wirklich alle Bosse bis auf die beiden haben. Ich bin ja auch blöd. Wir haben ja gerade den Tapion noch gesehen. Das heißt 3. Ich glaube, das ist aber gar nicht nötig. Hier ist der Pillar Achievement Tower. Pillar of Bosses. Defeat, 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 defeat. Das haben wir gemacht. Rock Boss, Kiwi. Haben wir alles gemacht. Ich glaube, den haben wir nicht gekriegt, ne? Weil wir 34 Orbs gemacht haben. Damn it. Wie sieht der aus? Das ist das Norm... Nee, also... Es spricht immer vom Linken, oder was? Den Nullifying Alter... Okay, das ist das Nollerzeichen. Den habe ich noch nie benutzen müssen. Experimental Wand Paint. Bring an Eternal Table... Ah, das ist der hier. Ja, das haben wir gemacht. Hourglass Chamber habe ich noch nicht einmal gemacht, weil ich mich da immer reingegraben habe. Genauso wie das habe ich nicht einmal gemacht, weil ich mich immer reingegraben habe. Den habe ich noch nie gefunden. Da muss man sich draufsetzen. Beat the game while you have all 4 normal essences. Das ist einfach. Das könnte ich machen. Das, ja, das ist blöd. Der ist kaputt gegangen. Da waren wir. Der Refreshing Grout. Der ist im Freundschaftszimmer zerbrochen. Weapon in a hidden cave, top left of the cloud sphere above the West Lake and deliver to the final boss. Find the refreshing grout in a hidden cave. Top left of the cloudscape above the West Lake. Hm. Ja, ist auf jeden Fall kaputt gegangen. The end of everything. First kick open 3 monk statues. Was? In snowy depths to obtain the broken spell. Is there yet? Second, repair the spell at the anvil at the bottom right of the Hisi base. Yeah. Finally, take note of where the 4 jungle statues points to. Yeah. And cast the spell where the points converge. Upon the chest inside the end of everything. Aber das ist die Quest, wie man den Zauber kriegt. Das Ding ist nur, der spawnt halt auch. Ich hab den auch schon. Ist ja mal interessant, ob das Spiel das verrechnet. Oder ob das Spiel sagt, na, bitch.
Ne, hier ist er. Man muss die Quest also nicht machen. Es reicht, wenn man ihn in der Hand hält. Guck mal, wir haben den 11-Orb-Quest, obwohl wir den 34er-Kill gemacht haben. Und nie mit 11. Und wir haben den gekriegt, obwohl wir den 300er Tapaskivi umgebracht haben. Ich glaube, ich sammle mal eben alle Essenzen ein und wir beenden den Run. Killen Colmy. Der Poopst... Warte mal. Mit Poopstone? Oder ohne Poopstone? Wo ist die Scheiße jetzt? Das sind die Chests. Hier ist kein Poopstone dabei. Also nur Wasser, Feuer, Erde, Luft. Wasser, Feuer, Erde, Luft. Schade, der Poopstone ist mein Lieblingsstone. Ich finde ihn lustig. Ich finde das lustig, dass alle kotzen, wenn man den rausholt. Alle sind sie am Kotzen. So, also Erde ist super einfach. Das liegt oben rechts. Wasser liegt in der Hölle. Das ist auch einfach. Wo waren denn die anderen jetzt nochmal? Das Gefühl. Ach ja, Feuer ist bei der Insel. Total einfach. Und was fehlt da noch? Luft. Und Luft ist doch über der Insel. Auch total einfach. Gut, das heißt, wir gehen nach oben links zur Insel. Das wird am schwersten zu finden sein. Sind da Polymorph-Magier? Ich weiß das gar nicht. Ich glaube, ich sollte lieber nach links. Sonst bin ich zu hoch nachher. Au. Au. Verdammte Scheiße. Gut, dass ich immun bin. Entschuldigen Sie bitte. Sorry, sorry. Passing by. Passing by. Coming through. Neuter hätte es dich so sehr umgebracht, mir einen Minimap zu geben, wenn man ein bestimmtes Talent hat oder es aufgehoben hat. Es wird scheiße, das zu suchen. Okay, erstmal nach ganz links. Wand. Du merkst, dass ich elektroimmun bin, oder? Er merkt gar nichts mehr, glaube ich. Wenn man Gasblatt hat, dann macht man hier die Wolken auch kaputt, indem man sie betritt. Da muss man auch mal so ein bisschen vorsichtig sein mit Gasblatt. Hey, wenn du mich nicht angreifst, greife ich dich nicht an, Digga. Das ist ganz einfach. Ich bin hier nur auf der Durchreise. Das war jetzt ein Schätzwert, ab nach oben. Ui, nee, das ist kein Problem. Ja, wir sind vorbeigeschossen, der ist nicht so hoch. Und verdammt ist das hell hier, meine Augen. Bleib mal kurz stehen. Man sieht gar nichts, dankeschön. Das ist so scheiße, man sieht hier einen Arschdreck. Ich hoffe, du bist zufrieden, du hast gerade einen Bewohner umgebracht. Nix, es ist die Hölle. Warum ist das so eklig weiß? Alter, ich fange gleich an hier mit. Oh, damit. Oh, hab ich keinen Bock auf den Kiwi. Aber ich fürchte, wir müssen da runter und uns an ihm orientieren. Ich find's nicht. Können wir uns an der Music Machine orientieren? Wir fahren mal runter und gucken nach, ob wir das hinkriegen. Da ist die Feueressenz.
So, hier war mal die Musikmaschine. Das heißt, wir gehen jetzt hoch. Es ist... Nee, es, vergiss es. Ey, Kiwi, halt mal kurz die Hoden still, Mann. So, von hier aus, von der Ecke der Insel, nach super hoch. Was zur Hölle war das da? Gerade auf der rechten Seite. Hopp-di-pop. Hui! Ab zum Kiwi, den Bastard. Och, nun komm, du. Du Kinder jetzt. Am besten gehen wir durch das Wasser durch. Schwing, schwing, schwingeling. Schwing. Das ist nicht mein Zauberstab, der da unten schwingt. Echt nicht? Gut. Joink. Kurze Überlegung. Mir fehlen nur noch zwei Orbs und ich könnte ins New Game Plus. Wir kommen jetzt gleich an einem Orb vorbeigefallen. Und eventuell kommen wir an einem zweiten Orb vorbeigefahren. Okay, dann holen wir uns den hier im Eis, der ist leicht zu finden. Die, das ist die Verbindungsschicht, das heißt, wir gehen hier nach unten. Rahmen jetzt diese Basis hier ein. Das war ein bisschen voll daneben. Weiter runter. Und jetzt nach rechts. Au! Ja. So, jetzt wollen wir aber in die Hölle mit dem Wasserdings holen, damit wir auch ja überall immer Lava hinschießen. Nee, lass mal nach ganz unten. Das ist der Poopstone. Und dann gehen wir ein höher nach rechts. Ein höher nach rechts. Und von hier aus gehen wir immer nach rechts. Hey, hör mal auf da. Hola. Ich habe kein Auge für dich. Sorry. Bye. Ne? Remember, man sieht den Boss nicht, nur mit dem Auge sieht man ihn, wenn man das sich vorher beim Baum abgeholt hat. Von hier aus will ich nach rechts. Upsa. Nach rechts, hätte ich gesagt. Oi. Och Mann, wo schießt denn... Ach, Repulsion. Bam, 5. Ab zur Lava. In der Lava längs. In der Lava links, danke. Au. Wir schießen jetzt ja selber Lava ab, weil wir den Dingsstein haben. Ach nee, noch haben wir nicht. Ist das hier, wo ich runter muss? Ich glaube, das ist hier. Lavastein! Yay, jetzt wird's alles doppelt und dreifach scheiße. Hui! So wollen wir es haben, nicht anders. Jetzt ist zum Glück kein Polymorphin zu Hause. Die können wir durchrocken. Hallo. Sorry, nur auf der... Okay, so geht's auch. Nur auf der Durchreise. Wir wollen nur nach links bis zum großen Wasser und dann sind wir auch schon wieder weg. Und ihr werdet alle geflutet und ertrinkt. Perfekt, was kann man mehr?
Ja. Halt die Fresse doch. Ich bin echt, ey. Eigentlich wollte ich keinen so langen Run mehr machen. Eigentlich wollte ich nur noch die kurzen Runs machen. Und die versuchen, die schnellen Endings zu erreichen. So als kleine Challenge an mich selbst. Oi, wer hat den Baum da eingestellt? Zu dir kommen wir gleich wieder. Ein Glück, wenn wir schnell reisen. Bonjour. Ich hätte das einmal gerne. Dankeschön, tschüss. Au. Schmerz. Nein! Au! Ah, kurz einen Moment in Ruhe. Freu mich. Weiter geht's. Moment, kurze Überlegen, ey! Geht das nicht viel schneller, wenn ich jetzt an den Rand und hier einmal nach unten und Tschüss mache? Ich müsste aber gerade nach unten graben, sonst wäre das nichts. Als wäre ich hier schon gewesen, ja. Nur so ein Gefühl. Hier war der Boss. Dann mit seinem Arsch noch. Die hat hier. Touch of Smoke. Ah, okay. Oi, call me. Mach mal dein Schild. Oder auch nicht. Ab nach oben. Mich beschleicht da so ein Gefühl, dass ich vielleicht Lust kriegen könnte, einen 34er Kolmi zu töten. Aber das würde bedeuten, dass ich im NG Plus den ganzen Crit on Water sammeln muss und den ganzen Fleur de France, der für diesen Zauberstab halt benötigt wird. Ich glaube, ich habe da keinen Bock zu. Trotzdem beenden wir das Spiel. Oder diesen Run. Und was ich jetzt kurz machen will, ist heiß. Ich nehme das mit. Alpha hat noch keinen umgebracht. Ich nehme das mit. Au! Der wird benötigt für den 34er Kohlnickel. Hier eine Mischung rein. Wird immer schwerer aufzuheben, die Scheiße. So, da ist ein Crit on Wall. Wow! Und jetzt ist er auch runtergefallen. Nice! Fucking hell. Heiß. Da ist der Crit on Water. Omega ist auch super nett. Und Divide by 2. Junge, fick dich! Nein, hör auf damit! Ach. Ah, hier geht gar nichts mehr. Du scheiß die Wand an! Das Zeug ist ja immer noch an mir dran.
War er das? No. Da ist er. Oh. Endlich Ruhe im Puff. Wo sind die Steine alle hin? Ich sehe hier nur einen. Ich sehe nur einen da drin. Der Erdstein? Nein. Doch. Ja, ist der Erdstein. Wir hätten alle liegen müssen. Blitz und Feuer findet man unfassbar häufig. Ich hülle das mal eben so aus. Ja, richtig. Ja, der ist ja nicht. Irgendwie sind die alle weg. Ah, die sind raus explodiert worden. Ist ja witzig. Wollen wir noch eine Sonne bauen? Keine Ahnung, wo die anderen hin sind. Die müssen ja ewig weit weggeflogen sein. Ist auch egal. So, das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein. Ich habe keine Ahnung, was ich euch noch zeigen soll in diesem Spiel. Ihr habt jetzt das meiste gesehen. Alle Bosse habt ihr gesehen. Wie man sie tötet, habt ihr gesehen. Finde ich besonders professionell aufgebaut. Aber vielleicht ist das ja auch charmant zu sehen, wie ein Amateur das macht. Genau, soweit soll es das gewesen sein. Au, meine lieben Freunde. Ach, bin ich froh, dass ich den Kraken nicht umgebracht habe gerade. Sonst hätten wir auch im New Game Plus kein Wasser. Was wir jetzt hier nämlich nicht haben, ist den Crystal Key. Den kriegen wir nicht mehr auf. Weil in New Game Plus keine Music Machine spawnen. Keine da. Ach, fühlt sich an wie ein Neuanfang. Nur, dass wir voll auf Steroiden sind. Soweit soll es das aber wirklich gewesen sein, meine lieben Freunde. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr weitere Ideen habt. Mal eben einen Godrun auf die Stande. Auf. Meine Fresse. Mal eben einen. Oh, da ist der Freundschaftsraum von diesem kleinen Wichser. Da könnte ich mir den Grout rausschnappen. Guck mal, wo der ist. Der ist fast auf meiner Höhe. Nur ein kleines bisschen tiefer runter. Der muss zwischen dem Eis und dem Lake sein. Ich bin ja hier oben. Der hier wäre viel zu tief. Der wäre... Nee, hier wäre der sogar, der nächste. Und der nächste, der links ist, ist der zwischen Wasser und Eis. Ich könnte einen Groutkill machen an Colmy. Ich weiß nicht, was daran die Challenge sein soll. Aber ich schätze, für den... Für die digitale Erektion, für den digitalen Penis, dass der Baum ganz viele Säulen hat, die mich nicht interessieren. Ich wollte nur die Krone und das Amulett haben, das habe ich jetzt. Egal, so, schreibt mir in die Kommentare, was wir als nächstes machen sollen. Dann recherchiere ich das und wir machen es. Soweit, meine Lieben, vielen Dank fürs Zusehen, macht es gut alle zusammen. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.